Schönen guten Tag zusammen. Das Homelab wächst und wächst und wächst und es ist mal wieder ein Kabel dazugekommen und folgendes Szenario hat sich ja daraus ergeben. Ihr seht schon, ich habe irgendwie mit meinen Switchen einen Loop gebaut. Ja, in dem Falle sollte das so sein, doch funktioniert auf OSI-Schicht Layer 2, also beim Switching, ein Loop, naja, funktionieren eher nicht und kontraproduktiv ist es definitiv auch, weil irgendwie ein Ring entsteht und Broadcast sich ins Unendliche führen würden. Und dafür hat der liebe Gott Spanning Tree erfunden. Ich weiß, Spanning Tree, 20 Jahre alt, 25 Jahre alt. Dann gibt es danach RSTP, das ist das, was wir hier verwenden, um das Ganze zu verhindern. Deswegen kurz ein bisschen Theorie vorab. Also, wie ihr seht, habe ich jetzt zwischen den drei Switchen, das sind die Pfeile, Kabel dazwischen. Das heißt, wir haben irgendwie so eine Art Kreis. Wenn ich jetzt ein Broadcast-Paket wegschicken würde, hier von irgendwo, spielt auch keine Rolle. Das kommt auf dem Switch an, der schickt das weiter, 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 der schickt das weiter. Und das Ganze wird sich halt eben extrem hochschaukeln und alles wird total langsam und die komplette Umgebung wäre halt eben tot. Und dafür hat der liebe Gott oder vielleicht auch irgendjemand anders, vielleicht so ein Cisco oder so, ich habe keine Ahnung, oder irgendein IEEE erfunden. Wir machen das Ganze jetzt folgendermaßen. Wir können hingehen und können eine der Verbindungen intelligent einfach abschalten, so dass dieses Ganze, wir drehen uns im Kreis, einfach nicht mehr passieren kann. Und damit ja, sind wir beim Thema Spanning Tree und genau das passiert hier eben auch. Klar, da gehören noch zwei, drei Sachen mehr zu, aber erstmal kurz zuhören. Oben, ne, da wo das Männchen ist, das bin ich, ist auch mein PC. Und hier unten links, seht ihr schon, ist der Edge-Router 12 mit dem Internet. Deswegen habe ich jetzt auch da mal momentan rangeschrieben, dass auf dieser Strecke, das ist die neue Strecke, die ich jetzt neu verlegt habe, der meiste Traffic fließt. Das ist vielleicht schon mal interessant für uns, da wir sagen, okay, es ist ja switch-technisch im Richtung, ja, Richtung Internet einfach der kürzeste Weg, anstatt halt eben der Weg hier rechts rüber über den CAS 32624S. Super geiles Teil, ist der Weg natürlich deutlich länger. Ich mache das rote Häkchen dann natürlich noch mal kurz weg. So, jetzt haben wir Spanning Tree. Jetzt gibt es eigentlich nur zwei, meines Erachtens nach zwei wichtige Sachen. Einer ist ist das rote X hier. Irgendeine Leitung auf irgendeinem Port, entweder hier oder da oder da oder da oder da oder da, muss halt eben geblockt werden, damit diese geöffnet wird sozusagen. Nicht geschlossen, geöffnet wird, damit wir nicht so einen Kreis haben. Und ich habe hier noch ein zweites Symbol. Das Symbol steht für die Root Bridge. Also ich sage es jetzt mal auf meiner Sprache, einfach mal der Chef im Ring. Das ist sozusagen die Root Bridge und es gibt in so einem Spanning Tree Konzept im Endeffekt immer nur einen Chef. Ganz wichtig, im Endeffekt ist das der ja die neueste Firmware hat, der am leistungsfähigsten ist, weil über den wird halt eben früher oder später alles drüber laufen und der ist halt eben der Gringo im ganzen Konstrukt. Und in meinem Falle ist es einfach derjenige, wo ich weiß, wo das meiste an Traffic ankommen wird, beziehungsweise auch viele, viele Pakete oder sonst was. In meinem Falle hier unten der am Router dranhängt, der halt eben, ja, was bei mir hier am meisten passiert, ist halt Internet-Traffic, WLAN, Alexas, IoT, keine Ahnung. Es wird irgendwas durch die Gegend geroutet. Das ist einfach aktuell bei mir hier der Switch mit der meisten Last, die er halt eben zu tragen hat. Aktuell kann auch mal irgendwann sein, dass es hier auf dem 24S liegt. Wer weiß das schon? Auf jeden Fall möchte ich das Ganze so haben. So, das heißt, der hier ist jetzt immer auch aus der Sicht der anderen immer die Root Bridge. Das heißt sozusagen, der ist irgendwie wichtig, den versuche ich nicht abzuschalten. Und jetzt hatte ich gerade eben schon von einer Minute erzählt. Ich weiß, ein bisschen viel Theorie, aber das muss halt mal sein. Ich zeige es euch gleich natürlich live. Meister Traffic, das heißt, ich will natürlich versuchen, dass entweder hier oder da die Verbindung getrennt wird. Damit ich halt eben diesen Loop öffne. Und in meinem Falle, wie ich es euch jetzt gleich zeige, ist der aktuelle Status natürlich so mit der Konfiguration. Das heißt, dieser Port hier ist zu. Upsala, das sieht aber ganz beschissen aus. Also jetzt verschiebe ich ja hier alles, wie ich will. Dieser Port ist zu und es kann halt eben der Traffic, wenn ich jetzt von meinem PC ausgehe, Richtung Internet fließt, selbstverständlich über das magentafarbene Kabel. Wenn ich jetzt aber trotzdem zu Geräten möchte, die hier hinter diesem Gerät hängen, geht es selbstverständlich über den anderen Switch drüber, ne? Dafür ist die Verbindung ja schließlich da, aber es ist halt eben ein Hop mehr. So, jetzt ist das Ganze natürlich so, dass ich euch natürlich auch das Ganze super geil zeigen will, dass wir genau diesen Designate, diesen, der heißt, das ist ein Alternate-Port, heißt der in dem Falle, dass ich den auch einfach mal schwenke und dann sage, klick,
alles klar, hier oder da geht der Port halt eben offline, so dass unser Traffic einfach mal über diesen Weg fließt. Und das ist somit das, was ich euch einfach mal zeigen möchte, wie cool das Ganze mit Rapid Spanning Tree, wie gesagt, ich brauche euch glaube ich nicht viel zu sagen, Spanning Tree langsam funktioniert gut, alle sagen was anderes, also wie die Zeitumschaltung ist, sagen wir mal 15 Sekunden. Bei Rapid Spanning Tree liegen wir so bei entweder sogar weniger als eine Sekunde, kommt auf die Umschaltung an, aber wenn so 1 bis 3 Sekunden liegen wir in etwa von der Umschaltzeit. Aber lasst uns das Ganze einfach mal live angucken. Ich habe euch sogar, wie ihr vielleicht der aufmerksame Leser hat gesehen, ich habe euch an die Switche Zahlen dran geschrieben. Der hat die IP 12 am Ende, der hat die IP 10 am Ende und der hat die IP 11 am Ende. Nur noch mal ganz kurz zum Nachvollziehen. Wir gehen jetzt erstmal auf den 12er. Ich habe natürlich alles offen. Hier ist der 12er. Es ist auch gut beschriftet. Da ist der Uplink, den wir momentan benutzen. Also das ist der rote, magentafarbene Weg. Und da könnt ihr jetzt auch wirklich, ihr müsst ein bisschen drauf achten. Ich glaube, näher ranscrollen kann ich gerade nicht. Doch, zoom in. Ich kann es noch ein bisschen größer machen. Seht ihr jetzt, dass auf diesem Uplink, das ist der magentafarbene, ne? Noch einmal kurz zurück. Wir sind jetzt hier oben auf diesem drauf, magentafarbene Strecke. Da sieht man jetzt ganz gut, dass auf dieser Strecke auch wirklich der Grundflow-Traffic, ne, das ist hier WLAN, was hier läuft und Fernsehen und keine Ahnung was. Das ist auf jeden Fall der Traffic, der läuft gerade aktuell über diese Strecke. Eine Zeile darüber seht ihr jetzt, der Uplink-Port, das ist hier diese, ich glaube in meiner Zeichen grün, ne? Grün und da fällt einem gnadenlos was auf. Da sieht man zwar auf Transmit-Seite gerade eben ein paar Kilobytes, aber ihr seht, glaube ich, auf der RX-Seite, Receive-Seite, kommt da wirklich 0. 0,000 und weniger als 0 und gleich 0 und einfach 0 an. Warum kommt da 0 an? Jo, lasst uns doch einfach mal auf die 10er-Kiste kurz drauf schauen. Das ist nämlich diese hier. Und da sehen wir jetzt, ich mache es nochmal ein bisschen größer, damit ihr es auch gut seht. Unten müsste ich mache das Fenster mal, ja, geht nicht anders. So, seht ihr, unten haben wir einen Alternate-Port. Und das ist jetzt hier die Verbindung wieder grün. Die Verbindung grün. Und die wird als Alternate-Port einfach jetzt gesetzt. Das heißt, das ist ein alternativer Weg, aber darüber fließt einfach nichts. Wenn wir das jetzt einfach mal gegenchecken, sehen wir uns mal die Zahl an, die jetzt da oben markiert ist. Und da sehen wir jetzt auch, dass der dort 0,000 transmittet. Also das ist wirklich die grüne Strecke. Das heißt, aktuell sieht es folgendermaßen aus. Das rote X ist disabled hier auf dieser Seite. Das heißt, der kann einfach nichts dort hinsenden und damit ist einfach der Kreis geöffnet und wir haben halt eben keinen Loop mehr. Jetzt wollen wir ja einfach das Ganze ja mal umdrehen, dass wir einfach mal die Strecke jetzt rot abschalten und grün benutzen. Dafür habe ich natürlich, so schlau wie ich bin, einfach mal noch ein Ping hier quasi aufgerufen, das heißt, der fließt, wir sehen das ganz normal, der Ping fließt auch über diese Strecke und wir werden jetzt einfach mal hingehen und hier unten die Pass-Cost, die ich hier ein bisschen niedriger gesetzt habe für die magentafarbene Strecke, werden wir jetzt einfach mal ein bisschen hochsetzen und dann sollte der selber kapieren, oh, da ist aber irgendwie was schneller. Das heißt, ich setze das Ganze jetzt einfach mal auf Pass-Cost 50. Und drück einfach mal auf OK. Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Ups, ihr habt es schon, ich glaube, wir haben es zusammen gerade schon so schnell wieder verpasst. Jetzt ist nämlich hier zum Switch 2 der Alternate-Port, was gerade eben noch der Hauptport war, ist jetzt gerade zum Alternate-Port geworden. Und hier seht ihr jetzt die magentafarbene Strecke, Transmit 0 Bytes pro Sekunde. So, wir sind auf dem 12er, also ist jetzt gerade Folgendes passiert. Dieses Blocking ist hier oben dahin gewandert, das heißt, unser jeglicher Traffic geht jetzt über grün und dann halt eben über die 10 Gigabit DAC-Kabel, die hier unten ist. Das heißt, unsere Internetverbindung läuft hier unten drüber. Was haben wir hier gesehen? Eigentlich gerade gar nichts. Das ist auch das, was ich erwartet habe. Denn ich habe ja gesagt eben schon, es kommt manchmal, manche Umschaltmechanismen, ich weiß nicht wieso, gehen super schnell und manchmal dauert es irgendwie 3-4 Sekunden, bis halt eben irgendwie was ankommt. Deswegen machen wir das Ganze jetzt einfach nochmal und beobachten den Ping. Das heißt, wir gehen jetzt wieder auf die 12. Und schrauben den von der 50 einfach vom Passkurs wieder auf die 5. Ich gehe mal schnell zurück. Diesmal, okay, es ging diesmal ganz normal wieder sofort weiter. Also ich sage ja, das ist, zwischendurch fehlt mal ein Ping, zwischendurch fehlt mal kein Ping. Wenn wir uns jetzt den Traffic hier wieder ansehen, sehen wir auch da wunderbar. Alles läuft wieder instant über den zweiten Link und der erste ist halt eben wieder auf 0. Und das Ganze ist jetzt super, super schön. Ich kann nämlich jetzt auch Folgendes machen. Ich kann jetzt einfach hingehen und nehme jetzt mal die 11. Die 11 ist das hier. Wir gucken mal kurz aufs Bild. 11, nicht die 11, ich bin ja blöd. Die 10 meine ich natürlich. Die 10. Die 10 ist ja unten rechts, wo jetzt gerade eben nichts drüber fließt.
Das heißt, wir gehen jetzt nochmal hin, schalten nochmal um, machen hier Passcost 50 draus, klick, damit wir das Szenario, was wir gerade eben haben, wiederherstellen. Wupp, da ist es schon. Haben wir irgendeinen Pick verloren? Nein, immer noch nicht. Beste Szenario, wenn im Video einfach immer alles funktioniert. Immer super. Dann gehen wir jetzt hin. Damit ist jetzt gerade eben das... Jetzt muss ich kurz überlegen. Nee, der Status ist wieder so. Beim 12er ist es ausgeschaltet. Ich kontrolliere es lieber, weil ich will es euch ja richtig zeigen. Genau, das ist jetzt der Alternate-Port. Das heißt, die ganze Traffic-Verbindung läuft jetzt momentan hier über die grüne Seite. Was machen wir jetzt einfach mal? Denn wir wollen ja hier weiterhin... ich pinge ja die ganze Zeit den Router hier an, hier unten. Jetzt wollen wir den hier einfach mal sterben lassen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal auf den 10er. Und sagen hier, System, Reboot, tschüss. Und jetzt sollte er sich, ja, ihr seht schon, er ist sofort, hat sofort einen Abgang gemacht. Die 12, zack, da unten, ihr seht es, Passcost, Root, ist direkt wieder Root geworden. Kann man das irgendwo sehen, da, Roll, Rootport. Und der Traffic läuft ganz normal jetzt, hier seht ihr auch schon, der ist jetzt ja ganz tot, 0000, läuft jetzt ganz normal hier unten über den 2er Uplink wieder, ja, läuft der ganze Traffic wieder drüber. Das heißt, der hier ist jetzt gerade tot und die Verbindung hier Magenta Farm ist jetzt gerade ganz normal wieder aktiv geschaltet. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Ganze so gut funktioniert mit dem Spanning Tree. Ganz ehrlich, auch ich habe einfach mal ein paar Netzwerkkollegen gefragt. Rein theoretisch baut man heutzutage in großen Umgebungen viel mehr sogenannte Spine-Leaf-Umgebungen auf. Das heißt, großer Switch, da dran hängen kleinere Switche und dahingehend verbinden hängt wieder ein großer Switch, wohin wieder kleine dahinter hängen. Ist quasi auch wie so eine Art Baumstruktur, aber für die Superprofi und die Superprofi-Netzwerker unter euch ist halt eben heutzutage eine Spine-Leaf-Architektur. Und nein, eigentlich nur in speziellen Anwendungsfällen baut man heutzutage das noch. Wer es genauer von der Einrichtung wissen will, was ich hier gemacht habe, eigentlich überhaupt gar nichts Spezielles. Man geht wirklich nur bei der Bridge hin, in den Einstellungen wählt man unter STP einfach sein Protokoll-Mode aus. In meinem Falle war es natürlich jetzt eher STP. Die Mikro-Tick-Dinger können natürlich auch MSTP. Was natürlich dann mit WLANs, da kannst du sogar sagen, das WLAN geht darüber, das WLAN geht darüber. Aber für meinen Anwendungsfall hier reicht mir vollkommen dieses, nennen wir es einfach mal Active Backup, so ein bisschen aus. Und ja, dann ist das für mich auch vollkommen in Ordnung. Mehr muss man nicht machen. Und wer es halt eben genauer und filigraner haben will, kann eben unter den ganz einzelnen Bridgeports die Passcost einfach setzen. Ihr seht schon, er hat sich schon wieder gedreht, weil hier die Kiste Nummer 10 ist schon wieder erreichbar, ist schon wieder da. Das heißt, momentan sieht es natürlich wieder so aus, dass, weil wir ja die Passcost gesetzt haben, es so ist. Will ich natürlich nicht. In meinem Falle läuft der ganze Traffic halt eben am besten über diese Verbindung, weil da halt eben auch das Internet ist und ich momentan nicht an diesen Switch hier viel dran muss. Das wird sich natürlich in Zukunft ändern, aber dann werde ich das Ganze halt eben mit STP wieder rumdrehen. Das heißt, das machen wir jetzt, bevor ich es wieder vergesse und dann hier immer wieder sage, warum läuft das da lang? Einfach ausmachen, klick, Sache erledigt. Jetzt sollte gleich der Traffic, da seht ihr schon, da wo meine Maus ist, fließt jetzt der Traffic drüber. Und jetzt wird auch gleich mit Sicherheit der andere Port wieder auf 0 gehen. Da ist er, zack, 0 Bits und damit ist die Sache ganz normal erledigt. Das wollte ich euch zumindest mal zeigen, dass ich das ganze Homelab mit den drei Switchen, die jetzt hier stehen, erstmal so schön als Loop gebaut habe. Ich ging davon aus, dass es gewisse mehr Logiken gibt, dass sich jeder auf Art-Tabellenmäßig die Verbindungen irgendwie trotzdem ihre Wege finden, dass, obwohl der Loop offen ist, aber... Ganz ehrlich, da bin ich aus meiner nicht technischen Netzwerkschicht so ein bisschen enttäuscht worden und naja, was soll ich sagen? Es gibt halt eben jetzt immer nur ein RSTP, wo ganz normal hingegangen wird, dass eine Verbindung closed wird und nur im Fehlerfall ganz normal geöffnet wird. So ist es halt eben. Gut, wenn ihr noch was hinzuzufügen habt zu dem Thema RSTP, STP, ab in die Kommentare damit und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao!